Wie in der letzten Folge angesprochen, machen wir heute mal eine Aktionshausfolge. Wir stehen schon im Aktionshaus, wir sind Level 13. Ja. Ein paar Sachen zum Verkaufen haben wir natürlich auch schon. Wir werden die natürlich einfach mal reinstellen für die Preise, die uns natürlich auch vorgeschlagen werden. Und machen natürlich hier auch gar kein großes Grimbalabimbum. So. Sehniges Wolfsfleisch, das kann einfach mal weg. Das Erz kann auch weg. Das kann einfach mal alles weg. Kurz ab. Sehniges Geierfleisch brauchen wir 3 Stück. Davon kaufen wir eins. So, zap. Dann kann das hier weg. Jawohl. Das kann auch weg. Die Rezepte können natürlich auch einmal alle weg. Bei dem sind 47 Silber. Die behalten wir natürlich einmal, aber der Haltrank kann weg. Der kann weg. So. Warum behalte ich das jetzt? Das ist ganz einfach, weil wir natürlich auch Sachen nachgucken wollen. Wir sind natürlich jetzt auch auf einem Level, wo wir mal gucken können nach einem Gürtel. Aber Gürtel für 7 Gold sehe ich nicht ein. Beine können wir mal gucken. Da haben wir auf jeden Fall bessere Beine. Die kaufen wir uns einmal. So, zapp. Füße können wir einmal gucken, ob wir da günstiger haben. Die haben Int und Crit. Ah, die kaufen wir uns einmal für den Gold 20. Crit ist immer gut. Handgelenke können wir einmal gucken. Frostzauberschaden. Ah, für 8 Gold. Nein, danke. Hände können wir einmal gucken. Hände haben wir, glaube ich, aber gerade gekauft, oder? Füße haben wir. Beine haben wir. Hände, ihr seht's. Ah, die haben hier maximal den Arsch auf. Rücken können wir einmal gucken. Da, der ist doch schon mal ganz nett. Entwille, das ist doch schon mal sehr schön. Ah, den nehmen wir dann einfach auch mal mit. Zap, sehr schön. Dann können wir einmal gucken, was wir sonst noch brauchen. Fläschchen könnten wir noch mal nachkaufen, obwohl davon haben wir noch was. Barfood haben wir auch. Das heißt, so gesehen, das jetzt mit dem Auktionshaus ist so gesehen jetzt auch erstmal durch. Dann können wir uns jetzt mal daran machen, mal ein bisschen die Berufe zu pushen. Na, und mal gucken, dass wir hier auch mal ein bisschen vorankommen. So, zap. Ja, Beine anlegen. Zap. Füße anlegen. Rücken auch anlegen. Zap. Und damit haben wir auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen Gier gemacht. Ja, so, zap. Das wird verkauft. Dat. Das, das, das und das. So, zap. So, dann brauchen wir natürlich noch ein paar Sachen für den Westfalleintopf, als auch die Pastete aus Geiferzahnleber. Ja, die werden wir uns natürlich auch noch im besorgen. Das heißt, wir müssen einmal Geiferzahnleber. Ja, wie viele brauchen wir davon? 3 Stück. Ah, ja, guck mal hier. Da wirst du auch arm bei. Ah, Geiferzahnschnauze brauchen wir ebenfalls. Ah, Geiferzahnschnauze brauchen wir 3 Stück. Ah, genau, Geiferzahnschnauze brauchen wir 3 Stück. Da kaufen wir uns einfach mal hier ein Vierer-Stack von. Geiferzahnleber brauchen wir natürlich auch welche. Da verkaufen wir auch einfach mal. Boah, das ist schon echt traurig, dass das so teuer ist. So, dann machen wir hier, kaufen wir uns einfach ein 7er Stack von. So, Geiferzahnleber, genau 7. Geiferzahnschnauze haben wir, Geiferzahnleber, da fehlt uns einer noch. Da kaufen wir uns den einzeln für 1,66 noch, dann ist das auch durch. Okraschote. Ja, kostet nichts, da können wir uns einfach mal hier einen Dreier, einen Sechser Stack kaufen. Das ist auch in Ordnung. Das heißt, die Quests haben wir dann in der Hinsicht dann dementsprechend auch fertig. Auch wenn wir jetzt einiges an Gold ausgegeben haben. Das heißt, 16 Gold haben wir jetzt ausgegeben. Aber was muss, das muss. Ja, so, zap. Damit sind dann dementsprechend die Quests auch fertig. Jetzt heißt, uns fehlt nur noch ein Mol, 3 Moloch-Augen. Ja, so. Die holen wir natürlich jetzt auch noch eben. Das heißt, dann sind die 2 Quests auf jeden Fall auch schon mal fertig. Moloch Auge. So, ja, guck mal, die kosten auch nichts.
Kaufen wir einfach 1A5 Zap. Dann sind die Quests dementsprechend auch schon mal erledigt. Dann werden wir natürlich jetzt gleich noch eben die Berufe in Angriff nehmen. Na, dass wir auf jeden Fall mal schon mal ein bisschen was in der Erste Hilfe machen. Schon mal das hier durchprügeln, dass wir da auf jeden Fall auch mal ein bisschen nach vorne kommen. Na, so. Das wird wahrscheinlich jetzt natürlich eine etwas kürzere Folge, weil wir natürlich jetzt nur Aktionshaus als auch das, was wir jetzt haben, einmal umwandeln. Oh. Natürlich könnte ich den Leinenstoff auch verkaufen. Das wären jetzt umgerechnet 50 Silber gewesen. Will ich das jetzt aber unbedingt machen? Eher weniger. Na, so, dementsprechend. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal zwei Quests abgeschlossen. Wir werden natürlich das aber auch handhaben, dass wir erstmal alle Quests abschließen werden. Und dann einmal eine große Abgeberunde machen, ja, um da natürlich dann schön dick einmal den explosiven XP-Rush zu haben. So. Dann können wir aber jetzt schon mal überlegen, welche Quest machen wir denn als erstes? Machen wir erst die Kopftücher, die Taschenuhr, Handvoll Hafer, die Tatzen oder die Erntebehüter. Das werden wir natürlich dann dementsprechend in der nächsten Folge dann uns auch angucken. Ja. Ich werde aber wahrscheinlich jetzt gleich dann erstmal ein bisschen offstream, wie gesagt, noch weiter die Berufe pushen. Aber vor allem Bergbau als auch Kräuterkunde, dass wir da auf jeden Fall dann dementsprechend keine großen Probleme haben werden, was dann dementsprechend die Sache angeht. Jetzt haben wir hier 14. Wir verkaufen das einfach alles hier direkt am Vendor. Ja. Und dementsprechend ist diese Folge dann auch schon wieder rum. Ich möchte mich auf jeden Fall wieder recht herzlich dafür danken, dass ihr auch hier eingeschaltet habt. Das war, wie gesagt, nur kurz Sachen einkaufen, Sachen verkaufen, etc. Dennoch, Dankeschön. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge, was dann natürlich wiederum bedeutet, weiter leveln. Wie gesagt, ich werde mich jetzt mal daran machen, mal Bergbau und Kräuterkunde hochzuziehen. Ich wünsche euch was. See you later und ciao.